Ein gewaltbereiter Mob hält Deutschland in Atem. Ausschreitungen in mehreren Städten, Angriffe auf die Polizei. Auch in der Nacht zu Sonntag Eskalation im Brennpunkt Leipzig. Gegen 5 Uhr früh, Heinrich-Schütz-Platz, Leipzig-Konnewitz. Die Polizei kesselt die letzten Randalierer ein, führt einzelne Chaoten ab, das Ende der Leipziger Chaosnacht. Auslöser für die Gewaltorgien, die Deutschland seit Tagen in Atem halten, das Urteil gegen Linksextremistin Lina E. vor wenigen Tagen. Schon vor Monaten hatten Linksextreme für den Tag der Rache mobilisiert, schwere Straftaten und schwere Sachbeschädigungen in Millionenhöhe angekündigt. Rache für die Verurteilung der 28-jährigen Linksextremistin und ihre Schlägerbande. 1 Million Euro Schaden sollen für jedes Jahr Gefängnis angerichtet werden und die 4 werden zu über 14 Jahren Haft verurteilt. Allein Lina E. muss für mehr als 5 Jahre ins Gefängnis wegen gewaltsamen Angriffen auf Rechtsradikale und vermutete Rechtsradikale, die überfallen und unter anderem mit einem Hammer gefoltert wurden. Kurz nach den Urteilssprüchen kommt es in mehreren Städten zu Demonstrationen linksradikaler Gruppen. Unter ihnen viele gewaltbereite Chaoten. An vielen Orten eskaliert die Situation. Tausende Polizisten sind im ganzen Land im Einsatz. Zum Brennpunkt wird Leipzig, eine Hochburg der linksautonomen Szene in Deutschland, entstanden als Gegenpol gegen die weit verbreitete Neonazi-Szene im Osten Deutschlands nach der Wende. Nach Leipzig rufen linksradikale Gruppen zur Demonstration am Tag X auf. Am Samstag sollen sich bis zu 1500 gewaltbereite Autonome und 4000 Sympathisanten versammeln. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen an den Tagen zuvor wird die Demo verboten. Trotzdem werden am Samstag ein Aufmarsch der Szene und Ausschreitungen befürchtet. Und so kommt es auch. Bereits Freitagnacht fliegen die ersten Steine, Eskalation im Brennpunkt Leipzig. In der Leipziger Südvorstadt bauen Randalierer mehrere Barrikaden aus Mülltonnen und Absperrungen, zünden sie an. Und sie greifen auch Polizisten an. Beamte versuchen, sich hinter Schutzschilden in Sicherheit zu bringen. Bei den Krawallen werden 23 Polizisten verletzt, 4 Personen vorläufig festgenommen. Laut Polizei sind Freitagabend bis zu 700 Randalierer in Leipzig unterwegs. Trotz Demoverbot werden für Samstag noch schwerere Ausschreitungen befürchtet. Die Polizei in Leipzig bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Samstag gegen 16.30 Uhr. Rund 1000 Menschen versammeln sich in Konnewitz, um gegen das Demoverbot zu demonstrieren. 2500 Beamte aus 12 Bundesländern sind im Einsatz. Es geht um die Sicherheit von 300.000 Menschen, die zum Stadtfest in der Leipziger Innenstadt erwartet werden. Die Polizei sperrt einen Teil der Straßen ab, um die Demonstranten in Schach zu halten. Die Demo darf nicht loslaufen. 18.30 Uhr, die Lage verschärft sich.
Die ersten Steine und Böller fliegen gegen Polizisten. Die ersten Beamten werden verletzt. An die Personenmenge hinter dem Lautsprecherwagen. Unterlassen Sie es, Polizeibeamte tätlich anzugreifen. Ihr Verhalten ist rechtswidrig und strafbar. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird dies weitere polizeiliche Maßnahmen nach sich ziehen. Rauchschwaden über der Leipziger Südvorstadt. Achtung, Achtung! Es wurde erneut eine Durchsage der Polizei an die ehemaligen Versammlungsteilnehmer. Aus dieser Ansammlung heraus werden wiederholt schwerwiegende Straftaten begangen. Dadurch ist die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet. Die Polizei wird daher jetzt Maßnahmen treffen, um dieses zu unterbinden. Kurz nach 19 Uhr erste Festnahmen der Chaoten. Randalierer werden abgeführt. Laut Polizei ist jeder dritte Demonstrant gewaltsuchend. Etwa 300 bis 400 Demonstranten werden eingekesselt. Kurz vor 23 Uhr, es brennt wieder in Konnewitz. Barrikaden stehen in Flammen. Die Polizei löscht mit Wasserwerfern. Insgesamt hat die Polizei Samstagabend 8 Wasserwerfer im Einsatz. Autonome greifen weitere Polizisten an. Kurz vor Mitternacht wird sogar ein Polizeirevier angegriffen. Der Haftrichter erlässt Haftbefehle wegen schweren Landfriedensbruchs gegen 5 Männer. Vier Uhr, etwa 150 Chaoten bleiben auf dem Heinrich-Schütz-Platz von der Polizei eingekesselt. Erst eine Stunde später, gegen 5 Uhr früh, nach 10 Stunden, löst die Polizei die Einkesselung auf. Von den letzten 40 Demonstranten werden die Personalien festgestellt. Das Ende der Leipziger Chaosnacht.